Hallihallo, Lüle, ihr seid mal wieder bei den Lebensabenteurern und heute geht es um eine Flex von Flex. Also praktisch die ultimative Mutter der Flexen. Also Flex Flex. Und es geht heute um die L811125. Im Unboxing werdet ihr genau sehen, was euch erwartet, wenn ihr eine Flex Flex kauft. Das Unboxing der Flex von L811125 beginnt jetzt. Wir haben hier eine 800 Watt Mega Power Flex vor uns, die eine grandiose Qualität hat. Wir haben insgesamt 3 verschiedene Flexen hier erhalten und man muss sagen, diese ist für uns, für den täglichen Hausgebrauch, der absolute Knaller, da ja einfach robust und nochmal robust. Also anders kann man es an sich nicht ausdrücken und genau deswegen stellen wir euch heute dieses Tool von Flex vor. Dann öffnen wir mal den Karton. Das geht relativ einfach. Sowas gefällt mir immer sehr gut, denn ich mag keine Verpackungen, wo ich Stunden um Stunden warten muss. Als erstes begrüßt uns das Handbuch für das Elektrowerkzeug und eben auch noch die Kundendienstwerkstätten im Ausland, also wo man es reparieren lassen könnte. Und alles, was es sonst noch an Sicherheitsinformationen dazu gibt. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Legen es auf die Seite und gucken, was uns hier eben erwartet. Wir haben hier ein sehr, sehr stabiles Kabel verbaut, was mir sehr gut gefällt, weil es eben ein IEC-Kabel ist, wo man eben wirklich auch sofort merkt, dass wenn auf der Baustelle liegt, das hält auch was aus. Das geht nicht sofort kaputt. Und es gibt ja viele Kabel, die haben einfach nicht die Stabilität, die man sich wünscht. Auch der schöne rote Stecker, den man sehr gut eben dann auch findet, wenn schon ein bisschen dunkler auf der Baustelle ist. Wir haben hier den Griff von der Flex. Ganz einfach gehalten, ein hartes Kunststoff, liegt relativ gut in der Hand. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, das wäre eine Gummierung gewesen, sodass man nicht so schnell Blasen bekommt, wenn man eben ohne Handschuhe arbeitet. Das Nächste, was wir sehen, das ist der Funkenschutz. Der funktioniert sehr, sehr einfach. Über diesen Klemmmechanismus wird er aufgetragen und wieder verschlossen, sodass ihr den eben auch sehr schnell eben an der Flex verändern könnt, was wiederum dazu führt, dass man eben schneller und konsequenter arbeiten kann. Um die richtigen Schleifscheiben einzusetzen, habt ihr hier auch noch das passende Werkzeug mit dazu. Das ist ja bei billigen Geräten auch häufig der Fall, dass dieses Teil flexibel ist ohne Ende und aus sehr, sehr billigem Stahl hergestellt wurde. Was man hier sagen kann, das Ding ist bombenstabil. Es hat einen guten Winkel. Man kann mit dem Daumen ansetzen und auch drehen. Da hat sich jemand wirklich eingehend Gedanken gemacht, warum Flex der Platzhirsch ist am Markt, kann man hier vollkommen nachvollziehen. Wir nehmen jetzt noch den Funkenschutz raus, dann einmal die Flex, sodass wir alles jetzt erstmal vor uns liegen haben und drehen das Gerät nochmal, dass ihr das nicht auf dem Kopf stehen seht. Was man hier sehen kann, das ist der Sicherheitsschalter. Der Sicherheitsschalter, ihr müsst erst nach unten drücken.
Also erst nach unten ist die Kindersicherung mit dem Daumen und geht dann nach oben und dann hakt es ein. Wenn ihr hinten wieder drauf drückt, rutscht es sofort zurück, aber ihr könnt es auch fest drinnen stehen lassen. Dann könnt ihr die Griffpositionen verändern. Wenn ihr eben über einen längeren Zeitraum flexen wollt, ist es eben sehr gut für die Hände, sodass es eben euch leicht von der Hand geht. Wenn ihr das Gerät einmal umdreht, dann seht ihr hier nochmal den Knopf, den ihr drücken müsst, wenn ihr die Scheiben öffnen wollt. Also ihr dreht es ein bisschen, also hier an der Seite wird es gedreht. Und wenn ihr es einrasten lasst, dann könnt ihr eben vorne diese Scheibe eben öffnen. So, das ist gar nicht so leicht zu filmen und es auch zu zeigen. Und so könnt ihr dann diese Scheibe einfach runterschrauben. Jetzt habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die ihr dann eben auf die Flex aufbringen könnt. Das zeige ich euch jetzt dann gleich noch. Aber erstmal die Möglichkeit, also ihr könnt einmal den Griff hier hineindrehen. Und ihr habt die gleiche Möglichkeit nochmal auf der anderen Seite, also Rechtshänder, Linkshänder, oder wenn ihr eben die Position wechseln müsst, eben beim Flexen, dann ist es auch unheimlich angenehm. Was wir noch zu den Motoröffnungen sagen können, ist, dass es eben eine sehr gute Durchlüftung gibt, die Flex selber hat 12.000 Umdrehungen die Minute im Maximum, kann eine Platte aufnehmen von 125 mm, läuft auf 800 Watt bei 3,5 Ampere und wird am ganz normalen Stromnetz angeschlossen. Ihr solltet auf jeden Fall eure persönliche Schutzausrüstung tragen. Und an sich solltet ihr nie ohne den Funkenschutz arbeiten, der eben aufgetragen werden muss. Wenn ihr das aufgesetzt habt, einfach über den Ring, dann könnt ihr den Funkenschutz hinstellen, wo ihr den wollt. Und dann könnt ihr das einfach mit dem Schnellspanner dann verschließen und einrasten lassen. Also ist ganz einfach, ihr öffnet den, ihr stellt den an die richtige Stelle, ihr verschließt den wieder und schon ist es fertig. Also wenn ihr eine Scheibe einsetzen wollt, dann gebt ihr das einfach hier auf eure Flex. Dann wird der Ring oben aufgesetzt. Ihr schraubt es nach unten. Und dann wird von hinten der Knopf gedrückt, also der schwarze Knopf. Ihr dreht so lange, bis es eben einrastet. Und dann könnt ihr das nochmal zudrehen. Wichtig ist, dass ihr es nicht zu fest zudreht, ansonsten könnt ihr es nicht mehr öffnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich besonders gut finde bei dem Produkt von Flex, dass hier eben ein Stahlstift verwendet wurde und es wird oft eben ein Plastikstift verwechselt. Und wenn sich aus welchen Gründen auch immer das stärker, also die Schraube stärker zuzieht, weil zum Beispiel die Trennscheibe gebrochen ist, dann ist es super schwer, das wieder zu öffnen. Und vor allem der lange Hebel, den jetzt dieser Schraubenschlüssel hat, der kommt euch dann wirklich zugute und ihr könnt dann eben etwas leichter die Scheibe auch wieder von dem Gerät befreien. Die Schrubbscheibe wird genauso eingelegt. Das ist relativ einfach. Und wenn ihr mit einer Befreiungsscheibe arbeiten wollt, also wo ihr Rost entfernen könnt oder Lacke, dann wird es einfach aufgedreht und dann wird es hinten über diesen Schraubenschlüssel dann ganz leicht festgezogen, auch wieder nicht stark. Also oft ist es eben für die Leute dann, wo es zu stark aufgezogen wird
und dann können Sie es leider nicht mehr entfernen. Und das sollte man an sich so gut es geht verhindern. Also es ist sehr, sehr funktional. Ihr könnt sehr, sehr viele Dinge mit dieser Flex eben auch gestalten. Wir selber arbeiten jetzt seit ungefähr 3 Monaten mit der Flex und hatten bis dato noch keine Probleme. Das war das Unboxing der 800 Watt Flex von Flex mit Flex und überhaupt Flex im Allgemeinen. Habt ihr eigentlich unseren Kanal abonniert? Also wenn nicht, dann abonnieren, abonnieren, abonnieren und die Glocke betätigen. Ihr wollt doch den coolen Lifestyle der Lebensabenteurer verfolgen. Wird das Mega-Expeditionsmobil mit 18,75 Meter irgendwas oder müssen wir es verschrotten lassen? Wie sieht es mit den ganzen Feuerarten aus, mit den Survival-Erlebnissen, mit der Weltreise? Also, habt ihr immer noch nicht abonniert? Also abonnieren! In diesem Sinne wünschen euch die Lebensabenteurer. Ciao! Ciao.